jedem Projekt, das wir da machen, gibt es ein besonderes Zusammenwirken von Materialien, 2, 3, 4 Materialien in verschiedenen Dosen, die dann so eine schöne Reaktion haben, die wir dann architektonische Atmosphäre nennen vielleicht. So. Und in Pfalz ist das Stein und Wasser und Licht und Schatten. Also ich brauche den Schatten und ich brauche dann das Licht und diese chemische Reaktion, dass die passiert, um die herbeizuführen. Ich glaube, das Wasser liebt den Stein und der Stein liebt das Wasser. Also diese Liebesbeziehung, die gibt es schon. Und das Licht macht die sichtbar. Die Menge Tageslicht, die man in einen Raum bringt, die hat immer etwas zu tun mit dem, was man in diesem Raum macht, logischerweise. Ich brauche das für die Reaktion von Stein und Wasser, um diese Dinge zu zeigen, die Reflexionen, das Spiel des Wassers gespiegelt auf den Wänden und so weiter. Das Schatten spielt auf den Wänden, das Licht spielt im Wasser. Und da gibt es noch ein Aussichtsthema in der Therme. Es gibt eine Bergseite und eine Talseite. Die Bergseite hat keine Aussicht. Die Talseite hat große Aussicht. Und die Aussicht ist dann da, ist nicht das Thema, ist dort nicht Licht, sondern Sehen, geraumte Landschaft. Und jetzt brauche ich hinten spärliches Licht, wie im Berg drin. So. Und da haben wir diese Deckenschlitze erfunden, also diese Tische, die nicht ganz satt aufeinander stehen. Und das sickert das Licht ein. Das ist eigentlich nicht ein Oberlicht im klassischen Sinne, sondern da soll wenig Licht genau dosiert einsickern, um das Gefüge zum Schwingen zu bringen. Tageslicht, das Licht der Sonne, das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Jeden Morgen stehen wir auf und ich freue mich, dass das Licht wieder kommt und die Sonne wieder kommt. Und da profitieren die Menschen davon. Wir brauchen das Licht, um zu leben. Die Pflanzen brauchen das. Und auch den Häusern tut es gut. Sie haben sicher schon bemerkt, dass es Häuser gibt, die nicht eher hässlich sind und die Sonne vermag die dann sogar zu veredeln. Ja? Und wenn die Sonne weggeht und sie durch irgendeine Vorstadt fahren oder so, wo alles billig und schäbig aussieht, dann ist doch noch eine Spur schäbiger und wenn die Sonne reinscheint, ein bisschen edler. Das heißt, das ist dann auch in der Architektur, ist das schön, dass man Räume machen kann, die dann Schatten haben, wo das Licht ausgewählt eintritt. So. Und das sagt man dann, dann entsteht ein Spiel zwischen hell und dunkel. Und das ist wunderbar, wenn man das machen kann, wenn man damit arbeiten kann. Und das Sonnenlicht ist halt geheimnisvoller als das Kunstlicht. Also wenn ich mir das überlege, dann im Kunstlicht gehen die Schatten rasch mal auseinander, gell, weil die Lichtquellen so nahe bei uns sind. Und in diesem Sonnenlicht ist die Lichtquelle so weit weg, das heißt, die Schatten sind fast, wir sehen das nicht. Das ist alles das Schöne, dass das Licht kommt von weit weg, das ist wunderbar. Und ich verstehe nichts von Physik, ich stelle mir vor, das sind so Lichtmoleküle, die zu uns kommen und auf die Dinge auftreffen. Da komme ich leicht ins Schwärmen, aber da bin ich wohl nicht der Einzige.